Mit einem großen Festakt und vielen prominenten Gästen hat am Mittwoch die Verbundnetzgas AG die friedliche Revolution vor 25 Jahren gefeiert. Schon zum 20. Jahrestag der friedlichen Revolution, 2009, erwarb die VNG zugunsten der Hilfsorganisation Ein Herz für Kinder ein original Berliner Mauersegment. Das 2,7 Tonnen schwere und 3,60 Meter hohe Monument ist das einzige auf der Welt, auf denen sich die sogenannten Väter der Einheit, Helmut Kohl, Michail Gorbatschow und George H.W. Bush, vereidigt haben. Damals startete die VNG mit dem Mauerstück eine Bildungsreise unter dem Motto Mauerfälle durch verschiedene Städte Deutschlands, wo sich weitere Helden der Einheit verewigen durften. Darunter sind auch der ehemalige Solidarność-Anführer und Friedensnobelpreisträger Lech Wałęsa, der ehemalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher sowie Bundespräsident Joachim Gauck und Kanzlerin Angela Merkel. Das einzigartige Mauerstück wurde von dem Leipziger Künstler Michael Fischer gestaltet. Es ist wichtig und es ist auch wichtig, dass es authentische Erinnerungsstücke sind. Das hier zum Beispiel ist viel authentischer, als wenn sie jetzt irgendwo Beton hingießen und da irgendein Einheitsdenkmal rumwurschteln von irgendeinem Typen, der vielleicht damit gar nichts zu tun gehabt hat. Ich war damals 19, als die Mauer fiel und ich bin selber an dem 9. Oktober mit um den Rhein gelaufen in Leipzig und war inzwischen in über 125 Ländern weltweit. Das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man so eine Erfahrung dann in so ein Kunstwerk einbringen kann und wenn dann lauter Leute, die mit der Sache auch zu tun hatten, darauf unterschreiben. Am Mittwochabend kamen weitere Unterschriften hinzu. Vor den Augen geladener Gäste im Leipziger Firmensitz der VNG haben unter anderem der ehemalige Außenminister der USA James Baker, Professor Kurt Masur, Musikproduzent Leslie Mandoki und Matthias Platzek mit ihren Unterschriften das historische Monument weiter aufgewertet. Es ist unglaublich wichtig, denn ich erinnere mich noch an die Demonstrationen, welche schlussendlich zur Einigung Deutschlands führten und den Bürgern der DDR die Freiheit brachten. Außerdem ist Leipzig die Partnerstadt von Houston in Texas, wo ich geboren wurde und noch heute lebe. Das ist eine schöne Veranstaltung und ich bin erfreut, dass ich in Leipzig dabei sein kann. Im Anschluss an die Feierlichkeiten wird das Mauerstück nach Amerika gebracht. Besonders die USA haben sich bei den 2+4 Verhandlungen für die Einheit Deutschlands ausgesprochen. Das Mauerstück, das ja die Unterschriften der Väter der Einheit hat, wird von uns jetzt aus Dankbarkeit und zur Stärkung der transatlantischen Beziehungen als Mahnmal für Freiheit in die USA geschickt. Es wird im Atlantic Council übergeben und wird einen würdigen Platz in Washington D.C. finden. Unter den Gästen waren auch Edmund Stoiber, Henry Kissinger, der ehemalige Vizekanzleramtschef Professor Horst Teltschik und Oberbürgermeister Burkhard Jung, welche mit Laudationen die Helden der Einheit ehrten. Musikproduzent Leslie Mandoki, damaliger studentischer Oppositionsanhänger, ergänzte das Mauerstück mit einem Original-Stacheldrahtstück, welche die ungarisch-österreichische Grenze trennte.